mafia! Brativi! So, jetzt mache ich zu. 1, 2, 3. So, wenn ihr alles befolgt habt, wie ich es gemacht habe, dann habt ihr alles richtig gemacht. So, meine Lieben, wir bauen ein Cast-Style-Verdeckmodul bei meinem E46 Cabrio. Genau. So, dafür müssen wir ausbauen. Tacho, Handschuhfach und hier das Ganze hier, inklusive das Ganze hier. Wenn wir soweit sind, melden wir uns nochmal zurück. Dann sage ich euch, wie und was man anschließen muss. Ja? Also, bis gleich. Wenn wir soweit sind, sieht ein bisschen chaotisch aus, aber das muss so sein. Wir müssen hier in die ganzen Kabel entfernen. Wie da, wie hier, so auch an diese Kabel. Und jetzt schließen wir das Modul an. Das wird auch noch mal ein bisschen Zeit nehmen. Aber wenn ich soweit bin, alle Kabel angeschlossen habe, dann erkläre ich euch kurz, wie ich das gemacht habe und an welche Kabel ich das angeschlossen habe. Das ist so das Gröbste, die schwerste Arbeit, so alles abzubauen. Das ist jetzt easy. So, let's go. So, meine Lieben, wir sehen hier drei Stecker. Einmal hier, einmal der mittlere und einmal der ganz große. So, wir nehmen den mittleren raus. Also im Handschuhfach, den mittleren müssen wir rausmachen. Ganz kurz, hier oben ist so eine Kappe, die müsst ihr einfach abziehen, ja? Nach rechts abziehen. So, dann kommt ihr an diesen blauen Stecker, den müsst ihr jetzt rausziehen. So, genau so. Einfach nach oben abziehen. Zack, jetzt haben wir die Kabel, die wir brauchen. Oder die Pins am besten gesagt. So, ich sag euch gleich, welchen ihr braucht. So, die kann man auch so wegschieben. Genau. So, meine Lieben, wie das hier auch schon so beschrieben steht, sehen wir einmal Pin 10. Dann suchen wir halt nach Pin 10. Hier stehen die Pins unten, die Nummern, wie man sieht. Auch hier. So. Und zwar Pin 10. Kabel vom BMW, braun-schwarz mit braun, quasi hier braun, gehen wir hoch, so, das ist der hier, hier sehen wir das, braun mit braun-schwarz, zack, eingeklemmt. Dann sehen wir hier rot-violett mit rot, so, verfolgen wir den roten, 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 zack, sehen wir hier rot-violett mit rot. Von dem Modul. So, dann sehen wir hier weiß-schwarz mit grün. Gucken wir, wo der grüne hingeht. Der grüne, der grüne, der grüne. Da sehen wir das. Weiß-schwarz mit grün. So, blau-rot mit blau. Folgen wir dem blauen. So, so, so. So, blau-rot mit blau. Vorne haben wir alles quasi jetzt verbunden. Die Kabel habe ich jetzt hier schon verlegt durch die Öffnung. So, jetzt müssen wir da halt weiterarbeiten mit den längeren Kabeln. Modul bleibt dann im Kofferraum, im Handschuhfach. Und jetzt müssen wir noch diese Kabel hier verkabeln. Und dann sind wir soweit erstmal durch. So, hier machen wir alles wieder zurückbauen und dann sehen wir uns den weiteren Schritt. Jetzt gehen wir hier Kombi-Instrument. So, ihr seht hier diese Nase hier, die muss quasi nach hier geschoben werden und dann könnt ihr das gemütlich rausziehen. So, der 26er Pin. Jetzt suchen wir uns diese Schnittstelle oder den richtigen Kabel. So, da sind hier diese beiden, einmal gelb-grün und einmal gelb. Die verlegen wir jetzt nochmal
so nach da, damit sie quasi hier sind. Also, diese gelben Kabel habe ich jetzt schon verklebt, da auch ein bisschen. Da habe ich schon alles zurückgebaut. Genau, so. Gelb-grünen. Ja, steht auch hier. So, Pin 14. Das ist hier dieser Pin, der letzte. Da war dieser Kabel drin. Weiß-rot mit so gelben Strichen. Hier steht es auch, weiß, rot, gelb, aus dem Steckgehäuse rausziehen, dafür den grün-gelben rein. Und jetzt haben wir nur noch einen, quasi erstmal hier im Kombi-Instrument, den stecken wir hier mit rein. So, die verbinden wir jetzt, die beiden, also quasi so, zack, verbinden. Und dann haben wir nur noch zwei Kabel, das sind dann die hier und dann sind wir soweit fertig. So, wenn ich soweit bin, melde ich mich nochmal. Also, hier habe ich alles soweit wieder schön zurückgebaut. So, da sind die letzten zwei Kabeln. Wir müssen hier an das Ding hier dran. Deswegen müssen wir auch das hier ausbauen, quasi damit wir hier an diese Kabeln kommen. Jetzt stecken wir das ab und verbinden das. So, wir sind fertig. Hier ist der 20-polige Stecker. So, also, wir hatten ja noch diese zwei Kabel übrig. Einmal so violett und grau. So, das violette kommt aus dem Stecker raus braun-rot. So, hier braun und hier rot. Braun-rot, auf jeden Fall zwei Farben, kommt das Violette mit dazu. So haben wir das. So, das Graue, hier haben wir das, das Graue kommt an so braun-violett. Also hier ist es braun, auf der anderen Seite violett. Da kommt das Graue dran. So. So, jetzt, das steht auch nochmal hier. So, wie gesagt, das violette Kabel an das braun-rote und das graue Kabel an das braun-violette. Gut, wir sind soweit fertig. Schließen jetzt die, erstmal baue ich hier so das Grobe wieder zurück. Schließen die Batterie an und dann sehen wir weiter. Bevor wir das testen, dieses Modul werde ich jetzt hier neue Hydrauliköl noch mal wechseln, inklusive neuen Relais, für die Sicherheit einfach. Wenn ich neues Öl reinmache, erstmal komplett reinigen. So, wie man sieht, schon drin ist schwarz. Alles schön reinigen auf jeden Fall. So, frische Öl ist drin. So, alles installiert. 1, 2, 3. Funktioniert. Sehr gut. Das freut mich. So, die Warnblinker machen wir gleich aus. Ich will nicht, dass, wenn das aufgeht, dass die Warnblinker leuchten. Das kann ich gleich wegkodieren. So, da haben wir es auf. Jetzt mache ich zu. 1, 2, 3. So, wenn ihr alles befolgt habt, wie ich es gemacht habe, dann habt ihr alles richtig gemacht. Sehr schön, das gefällt uns. Sehr gut. So, meine Lieben, so baut man ein Car-Style All-in-One-Verdeck-Modul ein. So, das werden wir jetzt hier noch zurückbauen.
Hinten werden wir noch zurückbauen. Weil da habe ich, wie gesagt, Hydrauliköl gewechselt, alles Mögliche, ein bisschen frisch gemacht. So, das werde ich hier auch zurück. So, so meine Lieben, wenn ich euch irgendwie geholfen habe, weil in ganz YouTube habe ich jetzt keinen gesehen, der das irgendwie so detailliert eingebaut hat. Wie gesagt, wenn ich euch irgendwie geholfen habe, einfach mal liken, abonnieren, kommentieren. In diesem Sinne, viel Spaß und genießt den Sommer.